Das nächste ist Verhalten bei Sorgen. Welche Verhalten muss man bei Sorgen haben? Was hat der Prophet bei Sorgen gemacht? Was haben die Propheten bei Sorgen gemacht? Dua. Ayub beispielsweise. 14 Kinder gehabt, einer nach dem anderen gestorben, schwer krank geworden. Und was sagte Ayub? Was sagte Ayub am Ende? Wa Ayyuba idh nada rabbahu inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. O Allah, das Leid hat mich getroffen und du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Der hat Allah nicht zur Verantwortung gezogen. Der sagt, Leid hat mich getroffen. Ich sage, Allah, warum ist mir das passiert? Immer passiert mir das. Du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Der Prophet, a.s. Arihna bis Salah. Ja, er wollte Ruhe finden im Gebet, durch das Bilal den Adhan gemacht hat. Zakaria. Was sagt er zu Allah? Rabbi inni wa'ana al-azmu minni wa shta'ala ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu mawali min warai wa kanat imraati akira. Er bringt sein Leid zu Allah vor und sagt, oh Allah, ich war in der Bitte zu dir nie elend gewesen. Meine Knochen sind morsch geworden, meine Haare sind weiß geworden und ich war in der Dua zu dir nie elend gewesen. Und ich fürchte, wegen seiner Nachkommenschaft und meine Frau, die ist also, die kann keine Kinder mehr bekommen. Das heißt, die haben Dua gemacht. Mach Dua. Die Dua gibt dir Halt. Vor allem, wenn du daran denkst, welche Eigenschaften Allah hat. Was hat Ayub a.s. gesagt? Wa anta arhamur rahimin. Du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Alhamdulillah.